So, dieses Mal werden wir eine Korrespondenzanalyse mit R machen. R ist ein ziemlich mächtiges Programm, ein mächtiges Statistikpaket bzw. eine Sammlung von verschiedenen Paketen, die eben bei weitem nicht nur die Korrespondenzanalyse behandelt, sondern so ziemlich alles, was man statistisch untersuchen können wollen würde. Von daher lohnt es sich, die am Anfang etwas steilere Lernkurve auf sich zu nehmen, denn sobald man mit R warm geworden ist, kann man eigentlich sämtliche seiner statistischen Ansprüche über dieses Programm erfüllen. Also es ist sehr nachhaltig, man lernt ein Programm und kann damit im Grunde genommen alles machen. Ich möchte als erstes einfach einmal darauf hinweisen, dass es ein Skript, eine Website gibt, speziell zu Statistik mit R für Archäologen, von Georg Roth initiiert, aber nicht nur von ihm geleitet bzw. gefüllt. Hier findet man unter anderem auch ein Skript zu Korrespondenzanalyse mit R mit dem Paket CA. Wir werden ein anderes Paket benutzen. Es gibt in R häufig die Möglichkeit, mit verschiedenen Paketen das gleiche zu erfüllen oder die gleichen Möglichkeiten zu haben, was im ersten Moment vielleicht etwas verwirrend sein mag, was aber in der praktischen Arbeit bedeutet, dass man die Wahl hat, sich das beste Paket herauszusuchen, das für die eigenen Zwecke am sinnvollsten ist. Und wir werden Korrespondenzanalyse mit dem Paket, also dem Programmteil Vigen, durchführen. Zuerst einmal müssen wir natürlich R installieren. R selber kann man auf der Seite des CRAN, des Comprehensive R-Archive Networks, herunterladen. Hier ist die Adresse eingeblendet und hier gibt es die Möglichkeit, die verschiedenen Versionen für die verschiedenen Plattformen herunterzuladen, unter anderem für Windows. Ich arbeite hier in der Windows virtuellen Box. Sie wahrscheinlich werden auch ein Windows benutzen, also laden wir R für Windows herunter. Und wir brauchen das Basispaket. Hier ist ja auch aufgeführt, dass es das wäre, was man braucht, wenn man R das erste Mal installiert. Das wählen wir also aus. Und hier ist das Paket als Download-Link. Wir speichern es ab. Das geht bei mir jetzt hier relativ fix. Es sind aber immerhin 50 MB. Und sobald das abgeschlossen ist, starten wir es, das Setup, und wir können eine Sprache auswählen. Der übliche Weiter, ja, Weiter Dialog. Es wird an eine bestimmte Stelle hier C-Programm installiert. Das ist soweit in Ordnung. Ja, sollte installiert werden. Ich benutze hier die 32-Bit-Variante, weil ich hier eine 32-Bit virtuelle Box laufen habe. Aber es geht eben auch für 64-Bit-Umgebungen. Man kann die Startoptionen anpassen. Ich wähle hier mal Ja aus, aber normalerweise sind die Voreinstellungen schon ganz in Ordnung. Ich werde gefragt, ob ich ein großes Fenster als Rahmen für R haben möchte oder ob es in mehreren Fenstern ausgeführt werden soll. Dieses mehrere Fenster, das ist dann so ähnlich wie bei Photoshop, dass man für die einzelnen Unterpunkte einzelne Fenster hat. Wir lassen es beim großen Fenster. Und wir wollen HTML-Hilfe. Das ist etwas bequemer, als wenn die Hilfe, Erläuterungen als reiner Text ausgegeben werden. Dafür startet dann immer ein Browser, aber das ist soweit in Ordnung. Und bei mir soll die Standard-Internet-Verbindung verwendet werden, wenn weitere Pakete heruntergeladen werden sollen. Auch das ist in Ordnung. Ich werde gefragt, wie mein Ordner im Startmenü heißen soll. R finde ich auch ganz nett. Und ob ich die Desktop-Symbole erstellen möchte, noch was in der Schnellstartliste und so weiter. Das kann man eigentlich alles so lassen, wie es vorangewählt ist. So, die Installation läuft. R ist wie gesagt ein kommandozeilenbasiertes Programm, was die Arbeit damit im ersten Moment etwas unbequem gestaltet oder ungewohnt gestaltet. Um uns das zu erleichtern, benutzen wir RStudio. Das ist eine Umgebung, die auf R aufsetzt, die auf verschiedenen Betriebssystemen ebenfalls läuft und mit der man relativ bequem seine R-Kommandos ausführen kann und weitere Einstellungen für das System durchführen kann. Die erleichtert die Arbeit also ungemein. Auch das
RStudio laden wir herunter, die RStudio Desktop-Variante. Hier wird ausgeführt, was für unser System vorgeschlagen wird. Der Vorschlag ist auch ganz in Ordnung. Also die Windows-Variante mit der neuesten Version. Auch das Abspeichern. Das R-Setup ist inzwischen fertig geworden. Und ich installiere RStudio noch hinterher. Wieder ein Setup, wo wir sagen, wo wir es hin installieren wollen, dass wir es wirklich installieren wollen. Und verschiedene Teile des RStudio-Programms werden installiert. Auch das dauert ein kleines bisschen. Aber damit haben wir schon eine komplexe Statistikumgebung erstellt. Gut, damit ist alles Notwendige erst einmal abgeschlossen an dieser Stelle. Und wir können direkt RStudio starten. Eine Benutzeroberfläche erscheint, wo wir einerseits die R-Konsole bekommen. Das ist sozusagen R selbst. Hier kann ich Befehle eintippen. Wir haben hier unseren Workspace. Hier werden unsere Variablen angezeigt, die wir benutzt haben. Die History. Hier stehen die eingegebenen Befehle. Ich habe hier vorher schon mal wiederum testweise das Ganze installiert. Deswegen steht hier bei mir einiges. Bei der ersten Installation ist die History leer. Hier drunter ist ein Fensterbereich, wo wir über unsere Möglichkeiten oder wo wir verschiedene Möglichkeiten angezeigt bekommen, entweder die Pakete, die bereits installiert sind und die wir per Mausklick anwählen und abwählen können, dass sie aktiv sind. Sie sehen hier drüben, werden R-Befehle ausgeführt, die durch das Klicken hier getriggert werden, sodass man verschiedene Befehle einfach nicht eintippen muss, letztendlich aber sieht, was dort im Hintergrund passiert. Wenn wir Plots haben, können wir die über dieses Plotfenster sehen, also Diagramme. Hier sehen wir unsere Dateien. Standardmäßig landen wir in unserem Home-Verzeichnis. Ich lege jetzt hier schon mal einen neuen Ordner an, den ich Workspace nenne, in dem wir dann unsere Dateien ablegen und in dem wir weiterarbeiten, und wähle diesen aus. Pakete, wie gesagt, wir brauchen das Vegan-Paket, um die Korrespondenzanalyse durchzuführen. Das ist hier standardmäßig noch nicht installiert, kann aber sehr leicht über Install Packages hinzugefügt werden. Wir können hier auswählen, woher wir das Ganze bekommen wollen. Die Kran Repositories, also online. Dazu muss natürlich eine Internetverbindung vorhanden sein. Ich möchte das Vegan-Paket installieren. Das gebe ich hier ein. Sie sehen, dass hier eine Vorauswahlliste von möglichen Paketen angezeigt wird, sodass man, wenn man nur den Anfang der Paketnamens kennt, sich hier auch durchsuchen kann. Wir wollen Vegan haben. Es soll als Standardbibliothek installiert werden und die notwendigen Abhängigkeiten sollen mit installiert werden. Das ist hier angewählt, das ist auch soweit in Ordnung, das brauchen wir. Install und Vegan ist damit installiert, ist im Internet heruntergeladen worden, installiert worden und wir können es jetzt benutzen. Hiermit habe ich es jetzt geladen. Gut, zur eigentlichen Korrespondenzanalyse. Wir haben ja unseren Standarddatensatz, den ich erst einmal in meine virtuelle Box holen werde. Und zwar in meinen eigenen Daten habe ich hier den Ordner R-Workspace erstellt. Dort kopiere ich das Ganze erst einmal hin. Momentan haben wir eine Excel-Datei vorliegen. Mit Excel-Dateien kann R leider nicht allzu viel anfangen. Wir müssen das Ganze also zuerst in ein Dateiformat abspeichern, das R verarbeiten kann. Das ist aber simpel. Das ist eine CSV-Datei, mit der wir arbeiten werden. Ich speichere das also unter Excel als CSV, Trennzeichen getrennt, speichern. Excel warnt mich, dass bestimmte Eigenschaften vielleicht nicht mitgespeichert werden können. Das ist für uns aber soweit in Ordnung. Ja. Und
Hier ist die entsprechende Datei und wenn wir uns das mal mit einem Editor anschauen, so sind es eigentlich durch ein Semikolon getrennte Spalten, in denen oder Zeilen, die Spalten sind durch Semikolons getrennt und in einer Zeile steht sozusagen eine Tabellenkalkulationsprogrammzeile, sodass hier ein relativ flaches und überschaubares und auch von Hand zu veränderbares Dateiformat entsteht. Und mit diesem Dateiformat kann er auch arbeiten. Wir können jetzt unseren Datensatz importieren von einer Textdatei. Diese CSV-Dateien sind Textdateien in dem Sinne. Das wollen wir benutzen. Im R-Workspace hier unsere CSV-Datei öffnen. Wir bekommen eine Anzeige, wie diese Datei als Textdatei aussieht und wir können hier verstellen, wie sie importiert werden soll, ob Semikolons als Trennzeichen fungieren sollen, das ist die Standardeinstellung, das ist in diesem Fall auch richtig, oder ob mit Kommas die Spalten abgetrennt werden sollen, das führt hier natürlich zu einem falschen Ergebnis, weil wir es nicht mit Kommas getrennt haben. Semikolon ist richtig. Was unsere Dezimalstelle wäre, das ist ja für Deutsch das Komma, für Englisch das Semikolon, der Punkt. Wir haben hier keine Dezimalstellen, von daher ist das soweit in Ordnung. Text wird durch Anführungszeichen abgegrenzt, auch damit haben wir hier kein Problem. Das reicht, dass wir das einfach so importieren. Und wir werden gefragt, ob wir Headings, also Spaltenköpfe haben. Die haben wir. Das sind unsere Variablenbenennungen hier. Und wie soll diese Datei oder dieser Datensatz heißen? Grabenwerke reicht mir aus. Das ist bequemer als Grabenwerke glatt. Ich importiere das. Zu sehen ist hier, dass bestimmte Sonderzeichen nicht mitgenommen werden, nicht mitimportiert werden. Das ist eine Beschränkung von Windows, die man auch umgehen kann, aber momentan ist das in Ordnung. Dann werden hier diese Sonderzeichen falsch dargestellt. Das stört aber für die Analyse selber nicht. Was wir jetzt noch brauchen, was die Arbeit letztendlich sehr praktisch macht, ist eine Skriptdatei, in der wir unsere Befehle eintippen, die wir hierüber erstellen und die wir am besten abspeichern in unserem Workspace. Ich nenne sie mal rscript.r und hier können wir jetzt Befehle eintippen, unter anderem auch zum Beispiel diesen Befehl hier, den wir über den Import hier bekommen haben. Den können wir einfach kopieren, in unsere Skriptdatei einfügen und wenn wir jetzt diesen Befehl noch einmal ausführen wollen, gibt es hier die Möglichkeit auf Run zu klicken. Und damit wird dieser Befehl nochmal ausgeführt und das Ergebnis ist das gleiche. Wir haben den Datensatz Grabenwerke installiert bzw. geladen. Und jetzt soll es ja zur Korrespondenzanalyse gehen. Dazu ist eigentlich nicht allzu viel erforderlich. Man muss einen Befehl kennen. Das ist der Befehl CCA. Das ist der Wiegenbefehl für Korrespondenzanalyse. Ich öffne nochmal die Internetseite von Wiegen. Hier gibt es ein sehr ausführliches Tutorial, in dem alle Möglichkeiten von Wiegen erläutert werden, was deutlich über das hinausgeht, was wir hiermit machen. Es ist ein Paket, das ursprünglich für die Ökosystemanalyse entwickelt worden ist, das aber für die archäologischen Anwendungen auch sehr gut passt. Wie gesagt, der Befehl ist CCA. Wir wollen das Ergebnis der Korrespondenzanalyse aber gleich wieder einer Variablen zuweisen, damit wir darauf zurückgreifen können. Ich nenne diese mal grabenwerke.ca für Korrespondenzanalyse. Die Zuweisung passiert durch einen Pfeil, der ein kleiner Zeichen und ein Minus dahinter ist. Der Befehl für die Korrespondenzanalyse CCA von Grabenwerke und das Ganze ausgeführt. Ich habe mich verschrieben.
Das heißt nicht Grabenwerk, sondern Grabenwerk und das Programm merkt das Messer scharf. Und wir haben einen weiteren Fehler. Das muss ich nachher noch alles rausschneiden. Gut. Was bei diesem Import passiert ist, ist, dass wir hier eine erste Spalte haben, in der unsere Namen stehen. Die können natürlich nicht in der Cross-Management mit ausgewertet werden. Also müssen wir beim Importbefehl noch etwas hinzufügen, und zwar, dass unsere Spaltennamen in der ersten Spalte, in der Zeilenname der ersten Spalte stehen. Ich führe den Importbefehl noch einmal aus und jetzt, wir haben noch unsere Zeitvariable hier drin. Die wollen wir separieren, da die in der Cross-Management nicht mit ausgewertet wird, letztendlich aber zur Einfärbung der Datenpunkte dient. Zeit Zuweisung Grabenwerke kleingeschrieben. Grabenwerke mit Dollar kann ich auf spezielle Spalten zugreifen, die einen Namen haben. Unsere Spalte heißt Zeit. Ausführen. Und in Zeit stehen jetzt, in der Zeitvariable stehen jetzt unsere Befehle drin, unsere Zeitzuordnungen drin. Grabenwerke Matrix. Ich erstelle jetzt eine weitere Variable, in der nur die numerischen Daten aus der Grabenwerke Datei stehen. Grabenwerke Matrix soll sein. Grabenwerke. Und wir greifen jetzt auf einen bestimmten Bereich zu. Wir wollen bei diesen Zugriffen erfolgt die Eingabe, welche Zeilen man haben möchte hier, welche Spalten man haben möchte hinter dem Komma. Wir wollen alle Zeilen, deswegen wird hier vorne nichts eingegeben. Und wir haben 25 Variablen hier. Die 25. ist unsere Zeit. Die wollen wir nicht mit in der Matrix haben, also Spalte 1 bis 24. Das bis wird durch einen Doppelpunkt angegeben. Ausführen. Und wenn ich mir jetzt Grabenwerke Matrix anschaue, was hier als neue Variable aufgetaucht ist, so ist der Zeitbereich nicht mehr vorhanden hier. Der ist ausgeschlossen. In dieser Grabenwerke Matrix können wir jetzt die Korrespondenzanalyse durchführen. Grabenwerke.ca. Der Befehl für die Korrespondenzanalyse bei Wegen ist ja CCA von Grabenwerke Matrix. Das Ganze ausgeführt und wir haben ein Ergebnis hier, unsere Korrespondenzanalyse, die, wenn man sie anklickt, nicht sehr viel Sinn ergibt, weil es eine komplexe Variable ist. Wenn wir aber hier den Bereich auswählen und diesen ausführen, also nur Grabenwerke CA abfragen, bekommen wir das Ergebnis der Korrespondenzanalyse. Wir sehen hier wieder die Eigenwerte, die für die einzelnen Achsen, und können mit Hilfe der einzelnen Achsen-Eigenwerte geteilt durch die Gesamtinertia ausrechnen, wie groß die Anteile sind. Auch das wird wieder bei den 30%, 36% für die erste und zweite Achse liegen. Wir können jetzt auf die einzelnen Ergebnisse der Korrespondenzanalyse, auf die einzelnen Werte, die ausgerechnet worden sind, zugreifen mit dem Befehl scores von grabenwerke.ca. Und die Ausgabe hier sind für die Fundstellen die Koordinaten, genauso wie für die Variablen. Standardmäßig wird die erste und zweite Achse hier ausgegeben. Und wenn wir das Ganze noch grafisch darstellen wollen, ist der Befehl plot naheliegend von grabenwerke.ca. Das Ganze ausgeführt und jetzt ergibt sich in unserem Plot-Fenster, ergibt dieses einen Sinn, denn hier bekommen wir die Darstellung der Korrespondenzanalyse,
Wir können dort hinein zoomen bzw. ein größeres Fenster davon aufmachen und das etwas genauer betrachten. Und wir können diesen Plot abspeichern als Bild, wo wir auswählen können, in welchem Format wir es haben wollen, Rasterdateien oder Vektordateien. Wir können die Größe festlegen und wohin wir es abgespeichert haben wollen, wie der Plot heißen soll. Oder das Ganze direkt als PDF exportieren oder das Ganze in die Zwischenablage ablegen, um sie mit einem anderen Programm weiter zu bearbeiten. Das ist es im Großen und Ganzen. Man kann, wenn man jetzt noch andere Vektoren, andere Dimensionen gegeneinander darstellen möchte, kann man diesen Befehl plot.ca wieder verwenden und angeben, was dargestellt werden soll mit Display. Wir müssen einen Vektor von zwei Zahlen erzeugen, was da die angeben, welche Dimensionen dargestellt werden soll. Das passiert durch diesen C-Befehl. Wir wollen mal den zweiten und dritten Eigenvektor gegeneinander darstellen. Das Ganze ausgeführt. Diese Probleme. Wenn man auf ein Problem stößt und nicht mehr genau weiß, wie der Befehl auszuführen ist, kann man mit dem Fragezeichen und dem Befehl dahinter die Hilfe aufrufen und der Befehl, den ich suchte, war Choices. Jetzt das Ganze ausgeführt. Und wir bekommen den zweiten und dritten Eigenvektor gegeneinander dargestellt. Wenn wir jetzt nur die Fundstellen sehen wollen, dann ist der Befehl disp. Und wir wollen nur die Fundstellen darstellen, also die Sites ausführen. Nur noch die Fundstellen werden gesehen oder die Species. Nur die Variablen werden angezeigt. Ja, so viel zu R und den grundlegenden Möglichkeiten. Es ist erst einmal eine gewisse Umgewöhnung, man muss die Scheu vor der Kommandozeile verlieren, aber dann kann man damit sehr gut arbeiten und einiges bewerkstelligen. Das Schöne ist auch, dass wir dieses Skript, das wir erstellt haben, jederzeit abspeichern können und komplett diese gesamte Befehlskette erneut ausführen können. Jetzt ist hier nicht allzu viel, hat sich nicht allzu viel verändert. Ich wähle die Befehlskette nur mal bis dorthin aus und alle diese Befehle vom Einlesen über das Umformatieren bis hin zum Plotten werden wieder komplett ausgeführt. Also man kann sich so seine kleinen Statistikprogramme selber zusammenschreiben. Wie gesagt, nur ein kleiner Einblick in die Möglichkeiten von R. Da ist sehr viel mehr möglich und es sei eben verwiesen auf diese Archaeology-Seite, wo noch verschiedene andere Möglichkeiten, was man archäologisch mit R machen kann, dargestellt sind.